Nach dem Absturz eines Tornado-Kampfflugzeuges der Bundeswehr in der Nähe der A48 bei Laubach hat nun die Bergung der Wrackteile begonnen. Nachdem die Flugunfalluntersuchung vor Ort abgeschlossen ist, wurde mit schwerem Gerät das nahezu unzerstörte Heck der Maschine mit den beiden Turbinen auf einen Tieflader verfrachtet. Zuvor hatten Arbeiter einige Bäume fällen müssen, um überhaupt das große Heckteil aus dem Wald herausziehen zu können. Zum Einsatz kam hier der Bergepanzer Büffel der Bundeswehr. Wir haben mit der Bergung des verunfallten Luftfahrzeugs begonnen. Wie Sie vielleicht hinter mir sehen, haben wir größere Wrackteile auf Sattelschlepper verladen. Wir verbringen jetzt alle Trümmerteile in den Fliegerhorst, um dort weiter an der Auswertung des Unfalls zu arbeiten. Wie lange die Bergungsarbeiten andauern werden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Bei der Bergung waren insgesamt rund 50 Angehörige der Bundeswehr sowie ziviler Mitarbeiter im Einsatz. Bis zum endgültigen Abschluss der Maßnahmen bleibt die Sperrzone rund um die Absturzstelle bestehen.